Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Far Cry 3. Hier mit den Pirates. Ich glaube, hier ist sie eingestellt, oder? Ich muss mal in die Grafik gucken. Und es geht weiter hier, Leute, mit Far Cry 3. Mit unserem wunderschönen Wald hier und so. Erlebt einen seltenen. Ein seltenes. Ein seltenes Albino-Krokodil mit der am Tier gestellten Machete für einen Tierberater. Rote Farbe. Ich habe damals. Warte, die Erstellung. Ich habe doch alles fertig oder nicht. Ich wollte nämlich ein spezielles Albino-Krokodil. Machetenjagd? Okay. Ja, wofür brauche ich ihn? Jetzt bitte, oh Gott. Albino-Krokodil. Wofür brauche ich jetzt bitte ein Albino-Krokodil? Ne, frage ich mich gerade. Das heißt, ich muss mich wohl lieber von dem Ding angreifen lassen, oder was? Na, ganz toll. Das Fisch. Okay, anders geht's wohl nicht. Scheiße. Was ist das? Das wäre relativ einfach gewesen. Natürlich nicht. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Woo! Da ist es. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's? Da ist was. Sitze an deinem Kumpel, hab mich erschreckt, aber du? Hier, ich wollte erlegen. Für was eigentlich? Was braucht ein Albino? Na, wir können noch beißen lassen, danke sehr. Ja, aber wofür? Zum Verkaufen? Naja, was? Ja, warum nicht, ne? Gut, das hätten wir. Dann würde ich sagen, gehen wir dann gleich. Hierhin zurück. Ich würde auch mal ganz ehrlich interessieren, ne? Wie nächste Monkey Boom Mission aussieht. Weil das ist ja auch, gehört ja auch zu, das ist ja auch so eine Art Nebenaufgabe. Obwohl ich habe ja noch eigentlich, ja, hier. Haben wir tatsächlich noch eine Testeinheit? Die, glaube ich, auch nur da ist, ne? Ja. Dann müssen wir nochmal hier hin. Und die Testeinheit machen, die können wir ja danach machen. Also wir haben noch einiges hier zu tun, denn die habe ich mir tatsächlich runtergeladen als DLC. Sozusagen als DLC. Jetzt weiß ich, was können wir den Alpine Haut machen? Könnte ich verkaufen? Das ist echt voll geil. Allein, ich würde das voll feiern, ne? Wenn ich verkaufen könnte. Hoffentlich.
Spiel, darf ich es verkaufen? Ja oder nein? 98, das ist gut. Ja, 2,6. Gut, dann wollen wir uns dann die nächste einzigartige verkaufen. Ah, natürlich, da brauche ich ein bisschen mehr für. Na gut, können wir nachher auch insgesamt machen. Ich glaube, es sind natürlich nur die beiden Waffen, die uns fehlen, oder? Ich glaube es. Ich glaube, dann hatten wir alle Waffen. Mhm. Wir haben alle Anleitungen und haben wir soweit alles. Ja, es ist nähert sich, ne? Dann haben wir halt eine Waffe, noch zwei Waffen. Das sind die beiden, aber die können wir auch später machen, also das ist jetzt nicht wichtig. Ah gut, machen wir einfach die Monkey-Ding-Mission. Die bekommt ihr, wenn ihr irgendwie Uplay-Punkte noch habt. Ich glaube, ein paar Uplay-Punkte werdet ihr schon sammeln, glaube ich, bei Far Cry. Und dann gibt es diese komische Testeinheit-Mission. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss, wie lange sie ist. Ich gehe mal davon aus, ich gebe der Mission 10 Minuten. Und dann, oder eine Viertelstunde. Und dann ist sie fertig. Gehe ich halt davon aus. Dafür geht es ja auch länger. Aber da geht es ja auch 40 Minuten. Kann ich mir jetzt zwar nicht ganz so vorstellen. Aber Gott, wer weiß das schon, ne? Auf jeden Fall befinden wir uns auf einem guten Weg, auf 100%. Das Spiel habe ich dann mittlerweile, das Game habe ich dann mittlerweile komplett durchgezockt. Und ich hab irgendwie genug vom Wasser, mich voll jetzt eben gebissen wurde. Gefühlte 10.000 Mal. Hey, na, wie geht's, Herc? Brauchtest du nicht Hilfe? Du, oh, Kraus! Ich hab hier etwas, was die Rebellen aber sowas von lieben werden! Ich weiß, wo heute ein Haufen Waffen und Munition und so lagert. Das Lager war bloß immer schwer bewacht. War? All der Stress mit dir und was und den Rebellen. Heute musst du seine Leute umverteilen, klar? Hoyts Lager ist in einer verlassenen U-Boot-Weltkriegsbasis der Japaner in irgendeiner Höhle voll Indie, oder? War mal eine echte Touristenfalle vor dem Kollaps. Gibt nur zwei Eingänge. Die alten Versorgungstunnel, die von Hoyts Leuten von innen verschlossen werden, und den U-Boot-Kanal. Also durch ein Unterwasserrohr schwimmen. Klingt lustig. Tja, ich würde ja Bubbles 3 oder Snowflake 2 schicken, aber die Äffchen haben wenig Körperfett an sich. Die würden ertrinken. Bleibst nur du, Mann. Schwimm, nimm ein Boot, egal. Und ich sage dir, wo du den Sprengstoff legst, wenn du drin bist. Hier ist das C4. Viel Glück, Mann. Was? Du gibst mir Sprengstoff und umarmst mich? Machst du Witze? Das heißt positive Unterstützung, Mann. Ich glaube an dich. Na komm. Eher nicht. Man kann nie genug umarmt werden. Das ist eine Tatsache. Okay. Alter, U-Boot-Basis. Erreiche den Eingang. Ist mit noch dem Wasser der Eingang? Bestimmt, ne? Ja, klasse. Dass der natürlich in einem Gebiet ist, den ich noch nicht kenne. Natürlich toll. Oh, klar. Ja, gut. Okay, dann scheiße ich jetzt mal drauf. Dann machen wir das einfach später. Wir machen das Gebiet. Und werden einfach später die Karte aufdecken. Also sonst kommen wir jetzt ja durcheinander, weil sonst habe ich schon ein bisschen das. Ich arbeite schon ein bisschen in das System. Wenn ich jetzt hier einfach anfange, irgendwelche Karten aufzudecken und so und dann. Nee, das lassen wir da. Und die eine Waffe habe ich mir auch über Uplay Punkte geholt, diese eine Knarre. Fahre ich denn eigentlich? Wo bin ich? Ah, Alter, ich muss jetzt. Achso, ich muss einmal durch. Einmal hier nochmal durch, okay? Vorausgesetzt, ich krieg das auch hin. Aber natürlich, ich als geübter Fahrer, ne? Ja, gut, machen wir jetzt eine U-Boot-Mission. Natürlich in einem Gebiet, das ich noch nicht kenne, ist aber jetzt auch noch nicht weiter tragisch, weil ich bin geskillt und. Na, ich hab alles. Ich weiß. Macht ja richtig Spaß, ey. So, ja, dann nach dieser Mission mal kurz die Testeinheit.
Und dann kümmern wir uns um den Rest um die Insel und dann machen wir den nächsten Insel. Immer so weiter, immer ein bisschen, immer alle fertig haben. Das ja nicht mehr lange dauern wird, so. Ah, so lange wird es jetzt auch nicht mehr dauern. Ja. Schon dann, das Game sieht echt geil aus, gerade mit dem großen Monitor. So. Oh ja, ich geil verwandelt war. Das Ding dann schon, das ist nicht gut. Ich hätte mein Auto mitnehmen sollen dort hinten, aber gut, hier auf offener See soll das gehen. Hier ist noch ein Relikt. Echt hier. Das soll die Höhle der Höhleneingang kommen. Ganz kurz holen. Bevor mich daran wieder nachher 300 Jahre absuche, hätten das Relikt nämlich auch schon. Dann finden wir, welches Relikt fehlt und das Relikt. Da ist hier irgendwo noch eins hier unten. Oder zwei. Wir haben bei 97 Relikte schon. Alter, oh Gott, das sieht echt nicht schön aus. Bei 97 Relikte welchen schon. Wenn ich das Relikt noch hätte. Also die beiden dann. Alter, das Albino war tatsächlich nur dazu gedacht. Volles Ding zu haben, also was war nur dazu gedacht, dass ich es verkaufen kann. Auch witzig. Da habe ich noch eigentlich eine Kohle gemacht, mit 700 bestimmt so. Insgesamt, ne? Mit 300 habe ich dann nochmal bekommen. Ja, wo ist denn der Scheiß? Naja, klar, es war schon richtig, wenn Jetski genommen haben, oder? Da war die Idee total bescheuert, nur wegen U-Boot. Ja, und weil es auf unserer Höhe auch ist, müsste es ja hier immer besser sein. Hoffentlich, weil wenn ich jetzt keine Karte habe, ist das natürlich ein bisschen doof. Naja, also dieser Ding im Kreis und schon da. Ah, ja gut, jetzt war es nur ganz okay, dass ich hier. Ich muss das Unterwasserrohr finden. Ach natürlich, bei Hain. Blöden Haie. Schön Kaffee, jetzt noch ein Hai an, trotzdem. Oh, dann doch nicht. Kirk, ich bin drin. Ich wusste, du schaffst es. Okay, jetzt leg das C4 an die Stützsäule. Ich soll das Dach einstürzen lassen? Absolut, Mann. Ich glaube an dich. Sag das nicht immer. Scheiße, scheiße. Oh Gott, ich bin hier also in dem Spiel in den schlechten Stoffen. Aber ist auch egal.
Wie lange ich die Missionsziele mal irgendwie absolviere, Alter, wo sind die Feinde? Wo? Oh. Tja, Alter, ist ja gut. Jetzt hätte ich jetzt noch einmal Raketen davor, da war es doch nicht. Alter, ist los. Komm jetzt her. Du Scheiße. Oh Gott. Nein. Du stirbst und du da hinten auch. Das ist der letzte. Eins. Oh, das ist echt ein Wahnsinnsplan von dir. Was? Hallo, kannst du mal, stehen bleiben? Ach nee, oh Gott, da ist immer ein Alarm. Ah, fuck. Nummer 2 von 4. Gibt euch Hilfe. Was für solche Idioten, Alter. Noch eine. Ob das eine gute Idee ist? Okay, machen wir es. Bin ich auch. Das ist schon alle tot. Naja, du bist so ein... Okay. Den Timer. Mann, da sind Boote auf dem Wasser vor dem Bunker. Die machen Sushi aus dir. Nimm den Aufzug nach oben und raus. Ach, danke. Der Aufzug steckt fest. Scheiße. Kirk, der Aufzug geht nicht. Mann, das stinkt. Gut, also, was machst du jetzt? Sag du es mir. Okay, Mann, locker. Also... Die Japaner müssen noch einen anderen Ausgang gebaut haben, oder? Such danach und dann komm wieder zu mir auf den Kahn, Mann. Krieg! Eindringling in Basis. Wiederhole, Eindringling in Basis. Schließ die Tore. Rück zum Lagerhaus vor. Sprengstoff wurde gelegt. Holt das Bombenkommando. Ah, nee, ja, wow, ey. Ja, vielen Dank, Kirk. Das ist meine echt große Hilfe. Ja, wow. Was? Kirk, der Aufzug geht nicht. Mann, das stinkt. Gut, also, was machst du jetzt? Sag du's mir. Okay, Mann, locker. Also, die Japaner müssen noch einen anderen Ausgang gebaut haben, oder? Such danach und dann komm wieder zu mir auf den Kahn, Mann. Ah, du bist echt ein Witzbold, ey. Wiederhole, Eindringling in Basis. Schließ die Tore, rück zum Lagerhaus vor. Sprengstoff wurde gelegt, holt das Bombenkommando. Was ihr macht, das war weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wow, wow, wow.
Geh mal irgendwie hier auf den Keks, ja. Hallo, ist okay, ist doch mal gut. Alter Schwede. Ja, als ob. Nein! Ja! Genau. Da ja, sind die beiden Penner hier weg, ey. Der Aufzug steckt fest, ihr sitzt in der Falle. Oh ja, warte, warte, werfen. Los, Hilfe. Der Aufzug geht nicht. Gut, also, was machst du jetzt? Sag du's mir! Okay, so, die beiden sind weg. Also, die Japaner müssen noch einen anderen Ausgang gebaut haben, oder? Such danach und dann kommen wir auf den Kernmann. Eindringling in Basis. Wiederhole, Eindringling in Basis. Was? Was? Die Tore. Rück zum Lagerhaus vor. Sprengstoff wurde gelegt. Holt das Bombenkommando. Komm! Ah. Ich glaube, ja, das ist echt nicht gut, wenn ihr den Sprengstoff finden würdet. Das wäre nicht gerade optimal. Das wäre nicht so toll. Deswegen lasst schon die Finger von dem. Presse. Wo man? Ja, wo bin ich jetzt? Oh Gott. Ja, klasse. Klasse, tolle, tolle. So, dann kommt jetzt her. Hier gibt's keine Rettung. Idiot. Tschüss. Ah, fuck. Okay, da glaube ich ja echt schnell raus. Spritze rein raus. Tschüss. Bla. Hey, ne? Lager ist offiziell zerstört. Ein epischer Moment, Mann. Das ist so total wunderbar. Du hast ja keine Ahnung. Ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Nichts Besonderes? Mann, seit 10 Jahren stagniert die Scheiße hier. Das Alte war das Neue. Aber jetzt geht hier mehr ab als im letzten Jahrzehnt, Mann. Ich nenne das echt total affengeil, Alter. Braves Äffchen. Du bist ein braves Äffchen. Was? Soll das ein Witz sein? Affen sind eine hochentwickelte Rasse. Hey, dein Verdienst. Die Rebellen sagen, die tätowieren mich, weil ich so viel geholfen habe und dafür schulde ich dir was. Danke, Herc. Ich sollte dich warnen, das tut weh. Ist cool, Mann, ich kann's ab. Ich will einen Drachen haben. Nein, ein Panther. Nein. Wir beide, die Ted Brothers, die gegen einen Panther kämpfen. Wenn du das hinbekommst, das wäre so arschgeil. Hey, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich sehe dich dann, Herc.
Und lass die Affen in Ruhe. Schimpansenliebe bringt dich nicht weiter. Schon mal die Affen gefragt? Die sehen das sicher anders, das schwöre ich dir. Okay, okay, bis dann. Jetzt müssen nicht auch alle, ich glaube, wir sind alle Affen ein bisschen fertig, ja. Gut, dann würde ich sagen, Dinner zum Hals, da müssen wir als nächstes hin, denn ich wollte noch mal ganz kurz das Testobjekt machen. Die letzte... Ja, Testeinheit, Entschuldigung, Testobjekt. Mal gespannt, was jetzt auf mich... Was das ist, ich weiß es jetzt nicht, also ich habe selbst nur... Ich kenne diese Mission nicht. Oh, 3000 Erfahrungspunkte, die ich haben könnte. Aber nicht habe. Ist ja immer ein Auto und nicht. Haus wie Nick braucht. Mal gucken, was da so ist. Hat er auch ein Auto oder? Ah, jetzt ist immer die Autos so. Da ist ein Auto zum Glück. Sogar ein Buggy. Gott. Dann haben wir das jetzt. Dann machen wir jetzt diese Mission. Ich muss dafür fahren. Geradeaus erstmal. Na gut, mit dem Buggy geht es ja wohl. Geht die Fahrt, glaube ich, relativ schnell. Das wird relativ schnell gehen, ja, genau. Ist hier rein. Ja gut, und dann gleich über die Brücke und so, ja, das können wir rein. Warte, nicht über die Brücke. So, jetzt ist jetzt schon mal ein Ziel noch näher, jetzt kommen wir es dann näher. Da kommen wir locker ein. So. Eingeholt. So, dann wo ist denn das Ziel? Ach da, ja, klar. Oh Gott, oh Gott. So, ein neues Testobjekt, ein neues Testeinheit. Mal gucken, wie was ich hier jetzt machen muss. Einmal Geld nehmen, das ist immer gut. Die Quest gefällt mir schon mal. Einfach schon mit dem Geld. Hä? Was soll ich denn hier machen? Okay, also ich soll hier bestimmt irgendwie... Ja, genau, mach das mal. Ah.
Ach, Mac, wie bekomme ich ja so viel Geld da mal? Hier ran? Ach, hier runter oder was? Ja, hier runter. Okay, was soll ich hier? Hohe Blechtöle. Du hast ja eine Schrotflinte, benutze sie doch! Der ist so bescheuert, oder? Du hast ja Schrotflinte, will ich dir mal gesagt haben, ne? Hi. Na, Süßer. Wenn es nichts ausmacht, das Messer nehme ich mit. Na klar, warum nicht? Du hast ja nicht nur eine Felsschuppe in deiner Hand, Herr Jason. Ist dir wohl eben entgangen oder wie? Konnte aber ganz schön viele Stiche aushalten. Ich glaube, eine Schrotze ist ja gar nicht verkehrt. Danke für die Klare, aber kannst du behalten. Tausendmal bessere. Okay. Einmal. Zweimal. Komm her. Ich nehme jetzt mal die Zeit und heute euch. Weil, dann können wir es verkaufen. Und Geld brauche ich momentan für jetzt die nächsten beiden Waffen. Die kosten mir schon, was ist denn, 6000 oder so insgesamt. Insofern, ne? Für 100% gar nicht so übel. Bis jetzt haben wir ja Glück, ne? Bis jetzt sind ja kein Hund eingegriffen. Er wird auf der einige gescriptete Hund, aber den zähle ich jetzt mal. Den will ich jetzt mal nicht zählen. Den will ich einfach gekonnt ignorieren. Weil dieser Script wird dann auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Nur typisch Singleplayer-Zielkampagne, ne? Du bist Tausender, aber kommt einer Hund davon, aber der wird dich auf einmal, weißt du, wir haben schon gegen Krokodile eingegriffen. Krokodilen mir mal speisen lassen. War alles nicht schlimm. Aber ne, das ist natürlich jetzt tragisch, ne? Blöde Bissstange. Die keine Animation oder keine Turmfunktion gegeben hat. Das war die Mission, ne? Ach nee. Alter, krass. Kann ich irgendwie so ein Licht. Ich meine, meine Lichttaschen. Das ist eine neue Spezies. Die ohne Ding. Keinen Ton mehr. Also reinwerfen ist egal, aber es interessiert ihn nicht. Okay. Was sind das?
Handy hat immer keinen Ton mehr. Okay, nicht schlecht. Soll das jetzt irgendwie den Horrorfaktor erhöhen oder was? Oh Gott. Aber gut, ist nur eine nette Mission, muss ich so sagen. Also, ist der Ton nicht geil. Aber ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass ich das Spiel theoretisch neu starten. Würde es einfach mal gehen. Ja, ich wollte den Bären auf jeden Fall häuten, aber gut. Oh ne, oder? Bisschen gescheitert, genau. Ich wollte mich ja noch heilen, ne? Na gut. Jetzt hört man den Bär auch, das ist halt doch, man war eben im Soundtrack drin, ne? Ah gut, das Game ist ja leider auch mit ein paar Bugs, ne? Naja, dann ist er an, Jason. Ah ja, ich kann ihn auch genau vielleicht anrufen, oder Mist. Oder Bär. Echt zu mir hin, der ist aber nett. Alter, bin ich noch kurz mit. Oh Gott, ich hab's wohl geschafft, okay. Ja, diesmal klappt's. Oh, zack, und raus, tschüss. Ja, geschafft. Und den Bär noch mitgenommen. Ganz wichtig, ne? Ich glaube, wichtig ist eigentlich jetzt nicht, aber. Na, welchen haben kann, ne? Warum sollte man es nicht dann auch nehmen? Sag ich mir mal. Na gut, Leute, würde ich sagen, das war's jetzt einmal wieder für diese Folge. Ich weiß, diese Season. Ich weiß, es wäre jetzt eine ziemlich kurze Season, irgendwie 2 Folgen oder so. Ja, aber. Oder nur eine? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und tschüss. Haut rein.